Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 6, und bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wenn du dein Leben an Gott gegeben hast, darfst du wissen, dass ein gutes Werk in dir einen Anfang genommen hat und dass er es auch vollführen wird bis zu seiner Wiederkunft. Weiter schreibt er in Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Auch wenn der Weg nicht immer auf Bergeshöhen geht, jedoch oft durch tiefe Täler des Leidens, so dürfen wir doch reichlich schöpfen aus seiner Fülle Gnade, um unseren Weg mit ihm zu einem guten Ende zu bringen. Denn er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Empfange Gottes Segen für diese Woche. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du hast so viel für uns gelitten, um uns zu erlösen. Schenke uns deine Kraft und Gnade, wenn wir zu Unrecht leiden müssen, um deines Namens willen. Wir wollen nicht aufgeben, jedoch mehr und mehr deine Gegenwart suchen und unsere Not bei dir bringen. Erquicke unsere Herzen mit deinem Heiligen Geist und schenke uns deinen Segen. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.